Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, ja, Transport FIFA 2, den Transportsimulator. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. So, wir are ready to take off und sind gerade auf dem Weg nach Dortmund Flughafen hier. Huch. Und da startet gerade das Flugzeug und wir haben immer noch ganz viele Fahrgäste hier, die nach Dortmund wollen. Das wird richtig, richtig voll hier. Und deswegen habe ich jetzt beschlossen, dass wir noch ein weiteres Flugzeug uns gönnen werden. Und zwar kaufen wir uns noch eine weitere Boeing 737. Zack. Und schicken die auch noch auf die Strecke, denn wenn wir mal schauen hier, 66 Leute, das wird sich auf jeden Fall rentieren. Und dieses Flugzeug wird gleich auch direkt voll werden. Das Flugzeug folgen wir gleich mal ein bisschen. So, wir achten mal drauf. 20 Leute passen hier rein. Also es wird sich definitiv rentieren. Und da warten immer noch Fluggäste, ne? Ihr seht schon hier oben. Ist komplett voll. Die Stadt Berlin, ne, entwickelt sich auch rapide nach oben. Also ist richtig gewachsen. Wir müssen die auf jeden Fall auch noch mit Baumaterialien ausstatten. Dazu werden wir dann heute, denke ich mal, in der Folge hier die Baumaterialien beliefern. Ja, das heißt, da werden wir einen Zug von hier, ne, von Erfurt. Das Erfurt ist, vorher hieß die Stadt so. Ich habe die ja umbenannt. Vielen Dank nochmal für die ganzen Kommentare und für die ganzen Däumchen. Und wenn ich nicht direkt reagieren kann in der Folge, liegt es daran, dass ich einfach ein bisschen vorab aufgenommen habe. Was eigentlich nicht meine Art ist. Allerdings ist es so, ich bin am Wochenende unterwegs und da habe ich ein bisschen was vorbereitet, um euch auch, ja, wie gewohnter Manier natürlich viele, viele, ja, Videos zu zeigen. So, der ist voll. Mal gucken, wie viel Geld der bringt. Und ob sich das Ganze hier schon rentiert. Und mal schauen, da waren auch schon da Fahrgäste. Oder Fluggäste. 2,3 Millionen. Das lohnt sich definitiv, Leute. Also pro Flug 2,3 Millionen. Das heißt, jetzt macht er wieder 2,3 Millionen. Weil er voll ist. Der andere macht 2,3 Millionen. Also es wird sich auf jeden Fall lohnen. So. Hier müssen wir eigentlich auch noch weiterbauen. Denn wir müssen die Stadt Dortmund auch noch weiter versorgen. Die stagniert so ein bisschen aktuell. Hier brauchen wir noch Maschinen. Gucken wir mal hier. Essen braucht auf jeden Fall auch noch ein bisschen was. Ja, es geht. Ja, ihr bekommt schon ordentlich Treibstoff, aber da geht bestimmt noch ein bisschen mehr. Maschine müssen wir auch mal gucken. Wo können wir die denn bauen? Guck mal, hier haben wir auch noch Baumaterialien. Ne? Das wäre auf jeden Fall ein kürzerer Weg. Und dann vielleicht eine ganz lange Linie hier rüber. Nach Berlin. Aber ich glaube, das wäre zu lang, ne? Das wird, glaube ich, zu lange dauern. Wobei. Ich weiß noch nicht. Hier müssen die Baumaterialien, glaube ich, hin. Ne? Wir schauen mal kurz. LKW. Mal Cargo. Hier müssen die hin, ne? Die Baumaterialien. Oder man baut jetzt hier noch weiter aus, ne? Ich glaube, das müsste hier auch ausreichen, ne? Dass wir hier noch so einen Güterbahnhof bauen. Aber das ist, glaube ich, nicht nah genug. Ich würde sagen, wir bauen hier nochmal so eine Strecke mit Güter. Da müssen wir mal gucken. Oder hier vorne Güter. Das würde sich eher anbieten, ne? So, wir gucken mal kurz. Gleise, Gebäude. Wir brauchen Cargo. Wir brauchen sowas hier. Wir brauchen was sehr Langes. Und die reicht einspurig. Ein Gebäude würde entfernt werden, aber hier können wir dann die Baustoffe hinpacken. Passt das? Jo. Das ist Berlin. Güterbahnhof. So, Güterbahnhof. Ne? Der muss auf jeden Fall hier hin. Das heißt, da kommen dann die ganzen Baumaterialien hin. Und die holen wir uns von hier unten. Und zwar aus Erfurt. Das ist auf jeden Fall auch eine richtig lange Strecke. Hier ist der Steinbruch. Und vom Steinbruch transportieren wir das hier hin und dann nach Berlin. So, das ist so meine Idee. Bedeutet, wir bauen hier so eine Art
hier so einen normalen Bahnhof? Oder bauen wir hier so einen... Ah, warte mal. Nee, wir bauen hier einen normalen Bahnhof hin. So. Den machen wir allerdings zweigleisig. Den baue ich auch so hier hin. So. Güterbahnhof. Das ist, Güterbahnhof. Bau. So. Das haben wir dann auch. So, und hier haben wir noch den Steinbruch. Da könnten wir, glaube ich, hier an der Seite den hinbauen, oder? Ich denke, das würde auf jeden Fall passen. Mal kurz einen Schluck trinken. Kleiner Moment. So. Und weiter geht's. Da bauen wir nämlich einen einzelnen hin. Und zwar... Hier bauen wir auch lang, weil ich denke mal, da werden wir auch reichlich was transportieren können. Das ist auf jeden Fall unter Erfurt. Steinbruch. So, von da nach da gehen dann hier die, die Steine, ne, und dann die Baumaterialien gehen dann nach Berlin hoch. Das werden wir heute in der Folge machen. Da bauen wir jetzt mal die Strecke hier soweit fertig. Gleise. Zack. Fupp. Und das äußere Gleis nehmen wir auf jeden Fall hier für die... Für die Steine und das andere Gleis. Ist da vorne, ne? Ich würde sagen, das andere Gleis nehmen wir dann hier für die... Für die Baumaterialien. Das fahren wir mal hier so geschickt vorbei. Müssen mal gucken hier. Da können wir später immer noch doppelgleisig bauen. Das müssen wir irgendwie hier so geschickt vorbeiführen. Müssen mal gucken. Das wird auf jeden Fall eine richtig lange Strecke. Da brauchen wir auf jeden Fall ordentlich Geschwindigkeit. So, hier kommt so ein kleiner Tunnel hin. Und dann müssten wir quasi einmal hier rüber. Ich guck mal gerade kurz. Ist das die Brücke hier? Das können wir eigentlich so lassen, ne? So lassen wir das. Dann haben wir nämlich die Brücke hier rüber. Jo. Und dann geht es hier wieder quasi runter und dann darüber, ne? Passt das? Gucken wir mal. Das passt, ne? Kostet zwar richtig viel Asche, man sollte eher in kleinere Abschnitte bauen, aber so haben wir die Trasse da auf jeden Fall auch schon mal ausgebaut. Und damit wir hier auf jeden Fall auch nur ein Straßendepot benötigen, ein Zugdepot, werden wir es hier nochmal hinbauen. Dann quasi hier verschiedene Wege dann haben. So, einmal hier so durch. Zack. Gleise. Das heißt einmal hier so. Und einmal hier. Da haben wir verschiedene Zubringer hier. Hätte man vielleicht auch charmanter lösen können, aber ich denke mal, das passt soweit. Bedeutet, wir fahren hier auf jeden Fall erstmal hier hin. Und dann fahren wir hier zum Steinbruch. Hier werden wir das Ganze entladen. Also die Steine. Und hier werden wir das Ganze beladen. Ja, dann haben wir das auch. Dann haben wir hier Zug, Steine, Erfurt. Zack, die Strecke haben wir fertig. Dann basteln wir uns einen schönen Zug jetzt hier. Fahrzeuge kaufen. Ich gucke mal, ob ich das immer noch pausiert. Ich glaube, ich mache das mal weiter so. So Hälfte der Datumsvorlauf. So, dann würde ich sagen, nehmen wir hier wieder eine elektrische. Packen wir die mal hier drauf. Zack. Und
brauchen Cargo, wir brauchen Steine. Stein und Schüttgut kann man hiermit transportieren. Mit denen hier haben wir noch größere. Nee, haben wir nicht, ne? Nee, da nicht. Diese Hopper. Ich mach mal so eine Kapazität von... Boah, machen wir 135. Wir können das ja immer noch erhöhen. Kaufen das Ganze und schicken das Ganze mal los. So. Auf geht's. So, der erste Zug fährt jetzt mal los hier. Hier können wir noch ein Signal hinsetzen. Was ist denn jetzt hier? Wo sind die ganzen Signale wieder hin hier? Ach, da sind die Standardsignale. Ach, guck mal. Kaum hier wieder was gemacht, ist es schon direkt wieder, ja, neue Durchgangswagen bis 140 km/h. Da müssen wir auch mal schauen. Hier drüben sammeln sich schon die ersten Steine an. Fahren wir die Strecke gleich einfach mal mit eine Runde. Hatten wir in den letzten Folgen auch immer gemacht, dass wir da so eine Runde mitgefahren sind. Gucken, wie viele Steine da schon gesammelt wurden. Nur einige, ne? Es ist noch nicht so viel. Also ein bisschen was haben wir dann schon mal geliefert. Ja, und werden jetzt mal vom Steinbruch aus rüberfahren zur Baumaterialienproduktion. Und uns das Ganze mal anschauen. Also wir haben immer mehr Strecken. Also so mittlerweile verliere ich auch wirklich den Überblick. Vielleicht habt ihr noch mal einen Tipp, worauf man da am besten achten soll. Ich schaue immer mal zwischen den Folgen dann schon mal wieder rein. Und gucke dann, dass auch möglichst alle noch rentabel sind. Das passt noch. So manchmal mehr, manchmal weniger. Aber durch die ganzen Güterstrecken, die wir hier haben, fahren wir auf jeden Fall schon sehr, sehr viel Geld auf jeden Fall ein. Wir fahren jetzt hier zum Erfurt Güterbahnhof für die Baumaterialien. Und später geht der Zug dann, wenn wir jetzt hier mal so zwei- oder dreimal hin und her gefahren sind, dann auch rüber nach Berlin. Das ist ja eine sehr, sehr weite Strecke. Und das Positive ist, wenn es eine weite Strecke ist, so kann dann hier ordentlich die Produktion anlaufen, kann dann auch Baumaterialien produzieren, und wenn der Zug dann zurückkommt, ist er dann meist voll und kann dann direkt wieder losfahren, ne? So. $500.000. Boah, das wird auch eine mega kostenintensive oder kosten sehr ertragreiche, sagen wir mal, Strecke werden. So, wir lassen jetzt hier nochmal ein bisschen hin und her pendeln. Wir machen mal auf, wir machen mal ein Viertel Datumsgeschwindigkeit. Ich glaube, das ist besser. So, guck mal hier, wie sieht es beim Flughafen aus? Boah, das ist soweit. 89 Leute warten hier. Das passt soweit. Der ist gerade abgehoben, ne? Jo. Der andere Flieger, gucken wir mal, wo der ist. Können wir sogar... Ja, guck mal, der kommt gerade jetzt erst an. Guck mal, das lohnt sich richtig, ne? Wir könnten sogar noch ein drittes Flugzeug hier mit draufbringen. Ich weiß nicht, wollen wir noch ein drittes mit reinbringen? Was haben wir denn noch für Flugzeuge? Wir gucken mal. So. Der fliegt 728. Das wird sich immer noch lohnen, ne? Komm, kaufen wir uns noch ein drittes Flugzeug. Und dann Köln später, das wird auch grandios. Zack. So, noch ein weiteres, weil 89 Leute warten hier. Die wollen alle nach Dortmund. So, Ziele. Gucken wir mal hier. Dortmund, Duisburg. Guck mal, die wollen alle in die großen Städte, ne? Moers, Ratingen, Solingen, Wuppertal. Also ganz, ganz viele Leute, die hier von A nach B fliegen wollen. Und das ist auch nicht verkehrt. Ach, guck mal hier. Jetzt haben wir auch mittlerweile hier bei der S-Bahn-Station auch schon mal wartende Menschen. Das ist auf jeden Fall auch schon mal nicht verkehrt. Es ist zwar nicht viel, es rentiert sich nicht, aber ich finde das mit der S-Bahn hier, ne, später kommen dann die richtigen S-Bahn mit rein, die habe ich mir auch schon runtergeladen. Dann auf jeden Fall schon mal sieht das Ganze noch einen Tacken besser aus. So, dann wollen wir mal wieder hier auf die schnellere Geschwindigkeit gehen. Fahren mal zurück nach Erfurt.
Da fährt der Zug jetzt schon hier. 23. Boah, die Produktion läuft hier noch so langsam an. Müssen wir mal gucken, dass der noch ein bisschen mehr einsackt. Aber die Strecke ist halt nicht lang, ne? So, und hier. Baumaterialien werden schon mal produziert. Vielleicht sollten wir denn doch sagen, dass er warten soll, bis voll ist, ne? Ich glaube, das wäre vielleicht doch ganz gut. Linie verwalten. Da würde ich sagen, dass er mal hier auf voll wartet. Maximal 3 Minuten. Und hier bauen wir dann jetzt die Produktion soweit aus. So, guck mal, 523.000 von den Kosten her. Ja gut, deckt doch nicht. Ich denke mal, wenn er da ganz voll sein wird, dann wird sich das mehr lohnen. Und ich würde sagen, wir bauen jetzt mal die nächste Strecke hier. Und zwar von dem Bahnhof hier. Ich nehme mal eine andere Farbe hier. Wir nehmen mal dieses Braun. Nach Berlin, Güterbahnhof. Also sprich hier hin. Oh, da ist irgendwas nicht richtig erschlossen. Da müssen wir gleich nochmal gucken. Irgendwas scheint da nicht richtig verbunden zu sein. Und hier soll er definitiv voll sein. Er soll hier mit Baumaterialien. Und in Berlin soll das Ganze natürlich entladen. So, das ist irgendeine Strecke wieder nicht richtig. Das ist Zug. Bau. Berlin. So, guck mal, da kommt schon das nächste Flugzeug hier wieder. Irgendwann ist hier nicht richtig. Irgendein Stück der Strecke hier ist nicht erschlossen. Muss mal gucken, welches das ist. Ne? Das ist manchmal echt schwierig. Ach hier, lull. Ja, das kann natürlich nicht funktionieren. Ne? Das ist vollkommen richtig. So. Das bauen wir mal ganz anders. Dann können wir nämlich einen größeren Radius bauen. So, jetzt haben wir es, ne? So, jetzt haben wir es. Das heißt, auch die Strecke ist jetzt erschlossen. Dann können wir quasi hier wieder einen neuen Zug kaufen. Gucken, wie schnell ist denn der Dieselzug. Lassen wir den. Ne, warte mal, Diesel. Wie schnell ist der denn? 140. Ach komm, wir lassen mal hier wieder eine. Die 221 fahren. Oder die hier. Zwei Varianten. 221, ne? Die nehmen wir mal hier. Meine Diesellokomotive wieder. Können wir später immer noch umtauschen, ne? So, Cargo. Gedeckten Güterbahnhof. Der kann nur bis 120. Haben wir noch irgendwelche anderen? Die können nur bis 100, ne? Das ist aber auch doof. Dann müssen wir den hier nehmen, ne? Ach, den kann er gar nicht. Guck mal. Ach, der braucht so einen Rungenwagen. Ach, guck mal hier, Baumaterialien. Machen wir mal. Ja, machen wir das so groß hier. Den würde ich jetzt aber nicht so einstellen, dass er voll sein soll, glaube ich. Oder habe ich das schon gemacht? Muss ich gleich mal überprüfen. Das ist Zug Bau Berlin. Zack. So. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt wartet, bis der voll ist. Gucken wir mal kurz hier. Fahrzeug verwalten. Linienverwaltung. Doch, voll soll er sein, ne? Das machen wir erstmal nicht. Hat der denn schon irgendwas dort? Nö. Die sind erstmal leer. Da ist noch nichts drin. Mal gucken, wie lange die brauchen, bis das Ganze hier voll ist. So, wo ist der andere Zug? Der wartet hier, bis er voll ist, ne? Das dauert aber auch ewig, oder? Das ist keine gute Idee. Linie verwalten. Lassen wir den mal fahren. Nämlich, da muss fleißig produziert werden. Spulen wir noch ein bisschen vor. Und mal gucken, ob sich die Linie dann irgendwann mal rentiert. Ich glaube, der muss einmal mit den Baumaterialien. Habe ich das richtig eingestellt? Ich gucke nochmal. Jo. Da entladen, ne? Genau.
Hier werden Baumaterialien hergestellt. Der produziert jetzt auch fleißig. Jetzt werden auch Sachen schon dann später gleich versandt. Jetzt geht jetzt hier langsam los, dass das Ganze dann auch produziert wird. Und die Einnahmen sind immer noch recht groß. Klar, die Abzüge sind natürlich auch enorm. Aber das wird sich auf kurz oder lang dann auf jeden Fall auch rentieren. So, jetzt kommen jetzt hier schon die ersten Baumaterialien. Würde ich sagen, wenn der Zug gleich wieder da ist, die Diesellokomotive, wo ist er denn? Guck mal, die kommt nicht schon wieder zurück. Werden wir gleich mal eine Runde mitfahren. Hier am Flughafen warten immer noch 82 Leute. Und wir verdienen hier immer noch genug Geld. Guckt euch das mal an hier. Das ist eine Geldgrube, ne? Also Flugzeuge auf jeden Fall. Weite Strecken lohnen sich definitiv. So, der produziert jetzt hier auch weiter. Guck mal, hier haben wir jetzt auch schon weitere Dinge produziert. Jetzt warten wir nur mal auf den Zug und dann fahren wir da nochmal eine Strecke mit. So, guck mal, 16, 17. Also das pendelt sich jetzt so langsam ein. Da kommt er. Und mit dem Zug fahren wir jetzt gleich mal mit. Aber bei Geschwindigkeit Nummer 2, würde ich sagen. So, der wird jetzt beladen mit Baumaterialien. Ihr seht das schon. Und da würde ich sagen, fahren wir mal die schöne Strecke hier. Mit der Diesellokomotive, mit der BR221 in DB Rot. Und das ist natürlich schon ein ganz, ganzes Stück hier, was wir hier fahren müssen. Sieht auf jeden Fall recht cool aus. Vom Sound her, denke ich mal, auch original. Die Strecke ist hier echt schon sehr, sehr weit. Mal kurz auf die reale da bremst da jetzt ein kleines bisschen ab, weil es wahrscheinlich jetzt gleich hier den, ja, hier geht es jetzt gleich ein bisschen steil nach oben, geht durch den kleinen Tunnel. Ist schon ein ganz schönes Stück, was der hier fährt, ne? Ich bin mal gespannt, was der da für Einnahmen generiert. Gucken wir uns das mal an. Hier kommt nämlich der Zug aus dem Tunnel raus. Vielleicht können wir da nochmal so eine ICE-Schnellfahrstrecke machen, ne, nach Erfurt. Das, denke ich mal, wird auch ganz cool aussehen. Guck mal, auch mit den Bergpassagen hier. Ich glaube, da mache ich ein bisschen Terraforming. Mit dem Baum gefällt mir das nicht. So, jetzt müsste der Zug da gleich auf jeden Fall vorbeikommen. Schauen wir gleich mal. Da ist er. Sieht nicht schlecht aus, ne? So, jetzt fahren wir hier mal über die große Trasse. Und wenn hier dann jetzt zum Beispiel noch ein ICE nach Erfurt fährt, ich denke mal, das wäre richtig cool, so ein Schnellzug. Das wäre auch nochmal eine coole Sache. Ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze finden würdet. Jetzt gibt es hier nochmal so eine kleine Tunnelpassage, die dann, ja, wenn wir dann gleich endlich bei Berlin angekommen sind. 120 km/h geht's, weil die jeweiligen Hänger nicht schneller können. Das sieht auch nicht ganz schön aus. Da muss ich auch noch mal ran. Und jetzt sind wir hier am Güterbahnhof. Und gucken uns mal die Einnahmen ein. So. Na, guck mal, hier ist der schöne Güterbahnhof. Mitten in der Stadt. Zack, 1,4 Millionen. Also wenn er voll ist, das wird sich auf jeden Fall rentieren, Freunde. Das wird richtig gut. Berlin wächst und gedeiht. Es scheint ja sehr, sehr gut zu sein. Guck mal. Ah, es flacht so ein bisschen ab. Es wird dann natürlich jetzt wieder wachsen. Und wenn wir hier noch Zugverkehr einrichten, dann wird das auch nochmal nicht verkehrt. Ich denke mal, die nächste Trasse wird sein Berlin-Erfurt. Guck mal, wie viele Baumaterialien wir jetzt schon haben. Und der fährt hier auch fleißig hin und her. Und ich würde sagen, Leute, das war's dann erstmal wieder hier mit einer weiteren Folge zu, ja, Transport FIFA 2. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und sag mal bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.